Ich habe ja kurzfristig reagieren können und die Polizeipräsenz durch das Hinzuziehen von Kräften der Einsatzhundertschaft verstärkt. Wir werden das verstetigen, der Lage angepasst, und wir werden zusätzlich durch zivile Kräfte in der Stadt präsent sein, um auch Dinge zu sehen, rechtzeitig zu sehen, die man in Uniform nicht in dem Umfang zu sehen bekommt. Wir wollen also schauen, wo gibt es möglicherweise noch andere Dinge, die wir rechtzeitig korrigieren müssen. Ein zweiter Punkt ist erwähnt worden, das ist meine Zuständigkeit für die Erstaufnahme und für die Verteilung von Flüchtlingen. Wir werden also für die nächsten Monate für Cottbus keine weiteren Zuweisungen vornehmen. Allerdings habe ich gelernt, dass dies nicht wirklich die grundsätzlichen Probleme lösen kann. Denn im vergangenen Jahr hat Cottbus aus der Erstaufnahme 31 Flüchtlinge zugeteilt bekommen, entsprechend ihres Kontingents. Allerdings sind durch Zuzüge und Geburten 268 Menschen neu in die Stadt gekommen. Das ist natürlich ein klares Verhältnis, das man erkennen kann. Und die infrastrukturellen Notwendigkeiten rühren also nicht mehr aus der Erstaufnahme her, sondern eher aus den Zuzügen, die hier die Stadt erreichen. Wir werden als Polizei auch unsere Präventionsarbeit ein Stück weit vertiefen. Wir werden auch neue Ansätze für die Schulen verfolgen. Das ist aber jetzt der Punkt, wo Staatssekretär Drescher unsere Überlegungen vortragen kann. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Wir denken als Bildungsministerium, dass er für die Kitas, für die Schulen, für die Jugendarbeit und für den Sport in dieser Stadt zuständig sind. Es ganz wichtig ist, dass sich die Kommune, die Stadt Cottbus und wir und andere Landesministerien ganz eng zusammenschließen, sich unterhaken und gemeinsam bei der Bewältigung der Herausforderungen tätig werden. Das heißt also, wir haben vereinbart, dass die gemeinsamen Beratungen zwischen Jugendamt, zwischen Ausländeramt, zwischen unserem Schulamt intensiviert werden, dass wir gemeinsame Fallberatungen haben, dass, wie der Minister schon ausführte, auch die Zusammenarbeit mit unseren Revierpolizisten und den Schulen vertieft werden, dass es dort gemeinsame Gewaltpräventionsprojekte gibt und insgesamt also auch der Erfahrungs- und Informationsaustausch intensiviert werden. Ich werde mit meinen Schulleiterinnen und Schulleitern dieser Stadt mich zusammensetzen, gemeinsam überlegen, wie wir die personelle Ausstattung an den Schulen verbessern können, Stichwort gemeinsames Lernen, also wie wir dann auch den Schulen ermöglichen können, zum Beispiel sonstiges pädagogisches Personal einzustellen, sodass dann also wirklich in der Schule schon mit den Schülerinnen und Schülern mehr gearbeitet werden kann. Ich werde mich mit dem Landessportbund nochmal zusammensetzen und dem Stadtsportbund zu überlegen, wie kriegen wir auch im sportlichen Bereich mehr Projekte zusammen. Wir werden in der freien Jugendarbeit überlegen, wie wir dann noch das Streetworking oder dann auch die Angebote in den Jugendfreizeiteinrichtungen unterstützen können. Also insofern gibt es da ganz vielfältige Möglichkeiten, um auch Alternativen zu schaffen, um auch den Jugendlichen in dieser Stadt Möglichkeiten zu bieten, dass sie sich sinnvoll beschäftigen können, dass sie gefordert, gefördert werden und natürlich auch vor allen Dingen eine Perspektive haben. Dankeschön. Wenn ich ergänzen darf, unsere Revierpolizisten und die Kolleginnen und Kollegen, die für Prävention zuständig sind, werden nunmehr auch den Kontakt zu Schülersprechern der Schulen, aber auch zu Elternsprechern suchen, um auch andere Informationen von und über Schule zu erfahren und auch mit diesen Multiplikatoren das Gespräch in Richtung Prävention zu führen. Ich denke, auch das ist wichtig, denn wir müssen auf verschiedenen Wegen versuchen, Schülerinnen und Schüler und Eltern zu erreichen, zu sensibilisieren und sie mitzunehmen. Ein Punkt ist auch die Videoüberwachung hier an einem zentralen Ort, an dem eine Reihe von Übergriffen stattgefunden haben. Wie Sie wissen, gibt es hier eine zunächst vorübergehende Videoüberwachung. Die wird verstetigt werden. Das ist ganz im Interesse der Stadt. Und wir werden damit sicherlich auch einen Erkenntniszugewinn haben, was da bestimmte Verhaltensmuster anbetrifft.